6 geheime Mercedes-Funktionen, über die keiner spricht. In unserer Mercedes-Benz-Tipps-Reihe haben wir schon über 92 Videos rund um das Thema Mercedes-Funktion für dich abgedreht. Also wenn dich Mercedes-Benz-Inhalte interessieren, solltest du jetzt sofort diesen Kanal abonnieren. Heute erklärt dir unser Mercedes-Benz-Produktexperte Joschka von Heimatadresse im Navigationssystem hinterlegen. Empfangs- und Übertragungslautstärke passend zum Handy im Fahrzeug hinterlegen. Bis Termin im iPhone via Sprachsteuerung erstellen. Navigationsziel via QR-Code teilen. Wieder so einige Funktionen, die du nur auf unserem Kanal findest. Für exklusive Mercedes-Benz-Inhalte haben wir jetzt auch einen kostenlosen E-Mail-Newsletter für dich erstellt. Die Mein Anders TV Brieffreundschaft. Also da auch gerne einschreiben. Ansonsten schreib doch mal in die Kommentare, welcher der 6 Geheimtipps dein Lieblingstipp ist und warum. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Heimatadresse im Navigationssystem hinterlegen. Als erstes sind wir natürlich in unserem Hauptmenü und wählen dann den Punkt Navigation aus. Nun möchten wir unsere Heimatadresse hinterlegen. Das heißt, wir tippen einmal hier auf den Punkt Wohin und können jetzt unter Favoriten unser Zuhause auswählen. Wenn wir noch keine Adresse hinterlegt haben, wird mir jetzt dort angezeigt, ob ich meine Heimatadresse hinterlegen möchte. Und genau das werden wir jetzt tun. Keine Adresse für zu Hause verfügbar. Wollen Sie die Adresse jetzt setzen? Ja, möchte ich. Und nun gebe ich mal die Firmenadresse ein. Meinetwegen, ich könnte auch diese nehmen, unser letztes Ziel. Das ist die Karl-Friedrich-Benz-Straße. Und die wird jetzt als Heimatadresse hinterlegt. Wenn ich also am nächsten Mal nach Hause möchte, sage ich entweder zu meinem Fahrzeug, hey Mercedes, ich möchte nach Hause. Die Route wird berechnet. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen in die Falkenrotterstraße. Und so einfach kann es gehen. Wir können natürlich auch manuell die Adresse auswählen, indem wir wieder auf unseren Punkt Wohin gehen. Unter Favoriten dann den Punkt zu Hause auswählen und schon würden wir nach Hause navigiert werden. Das Ganze geht natürlich auch für die Arbeit oder für weitere Favoriten, die wir uns dort hinterlegen können oder aber auch, wenn wir sie hinterlegt haben, ganz beliebig benennen. Empfangs- und Übertragungslautstärke passend zum Handy im Fahrzeug hinterlegen. Der Sinn dahinter ist, dass wir möglichst immer die bestmögliche Sprachqualität haben, es aber zurzeit oder mittlerweile so viele Handys auf dem Markt gibt, dass viele Handys auch viele andere Einstellungen benötigen. Das heißt, damit wir immer möglichst alles verstehen und der andere uns am anderen Ende der Leitung auch versteht, wäre es sinnvoll, hier einmal nachzuschauen, ob wir unsere richtigen Einstellungen vorgenommen haben. Das heißt, wir gehen auf die Seite mercedes-benz-mobile.com und können als allererstes einmal unser Fahrzeug auswählen. Ich nehme einfach mal jetzt einmal PKW. Dann sage ich, wir haben eine A-Klasse Kompaktlimousine, Baujahr ab 2018. Und nun können wir hier den Punkt Bluetooth Connectivity auswählen und auch gleichzeitig unser Gerät. Hier ist es ein Apple iPhone XS Max. Da wird es schon angezeigt. Und wenn ich jetzt etwas runterscrolle und die Details auswähle, sehe ich unter dem Punkt Basistelefonie empfohlene Sendelautstärke plus minus 0, empfohlene Empfangslautstärke plus minus 0. Das heißt, hier besteht kein Handlungsbedarf. Wenn wir aber doch eine andere Übertragungsrate aufgrund eines anderen Handys hätten, dann zeige ich einmal, wie es im Fahrzeug funktionieren würde. Um die Empfangs- und Sendelautstärke einzustellen, wählen wir das Telefon im Hauptmenü aus, gehen dann im Telefonmenü, natürlich wenn wir eins gekoppelt haben, auf die Einstellung und sehen jetzt unter dem Punkt Joschkas iPhone den Punkt Lautstärke. Und hier könnten wir jetzt beliebig die Empfangslautstärke, also das einstellen, was quasi zu uns reingeht. Können wir zum Beispiel bis plus 2 oder minus 2 stellen. Oder aber die Übertragungslautstärke, also das, was das Mikrofon hier aufnimmt und an den anderen Gesprächskanal wieder herausgibt. Auch hier wäre es plus 2 und minus 2. Also wie gesagt, wenn Sie also den bestmöglichen Empfang haben, schauen Sie auf die Homepage mercedes-benz-mobile.com und gucken Sie dort, welche Empfangs- und Sendelautstärke für Ihr Fahrzeug angegeben ist. Und natürlich auch passend zu Ihrem Handy. Termin im iPhone via Sprachsteuerung erstellen. Um die Funktion nutzen zu können, gehen wir als erstes im Telefon auf unsere Einstellung und gehen dann auf den Punkt Siri und suchen.
Dort ist es wichtig, dass wir Siri im Sperrzustand erlauben, damit das Handy auf Siri zugreifen kann. Als nächstes zeigen wir, wie das Ganze im Fahrzeug funktioniert. Als erstes ist natürlich wichtig, dass unser Telefon mit dem Fahrzeug gekoppelt ist. Und danach drücken wir einfach am Lenkrad lange die Sprachbedientaste. Erstelle einen Termin für morgen um 17 Uhr. Dein Termin ist für morgen von 17 Uhr bis 18 Uhr eingetragen. Alternative Routen berechnen. Wenn wir eine Zielführung aktiv haben, aber doch eine andere Route anschauen möchten, dann können wir ganz einfach eine alternative Route uns anzeigen lassen. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Zielführung aktiv und wähle jetzt die Navigation aus und möchte aber jetzt nicht diese Route fahren, die mir das Navigationssystem vorgeschlagen hat, sondern vielleicht eine andere alternative Route sehen. Dazu gehe ich einmal wieder auf den Bildschirm, damit unsere Menüleiste sich öffnet und tippe nun auf diesen Punkt mit der Route und dem Zielpunkt. Ich wähle diesen also aus und schon habe ich hier den zweiten Punkt alternative Routen. Dort tippe ich drauf und das Fahrzeug lädt jetzt weitere alternative Routen und zeigt mir auch gleich an, ob die vielleicht von der Strecke gekürzt sind oder von der Zeit länger dauern. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel drei alternative Routen und hier wäre zum Beispiel die zweite alternative Route, würde 20 Minuten länger dauern, wäre aber knapp 6 Kilometer kürzer. Die nächste Route wäre zum Beispiel auch 20 Minuten länger, aber auch 9,3 Kilometer länger. Und er zeigt mir hier auch an, dass hier die Autobahn mit bei ist und dass ich hier auch bei der dritten Route zum Beispiel durch einen Tunnel fahren würde. Aber so einfach können wir zum Beispiel alternative Routen auswählen. Navigationsziel via QR-Code teilen. Das Fahrzeug bietet mir die Möglichkeit, ein Navigationsziel zu teilen. Entweder es ist zum Beispiel ein Sonderziel. Ich habe also gerade einen Parkplatz gefunden und möchte diesen Parkplatz mit jemand anders teilen. Dann kann ich den als Ziel auswählen. Oder aber ich nehme mein eigenes Ziel, wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel nach Hamburg fahre und ich möchte meine genaue Zieladresse mit jemand anders teilen, dann kann ich das auch mit diesem Fahrzeug tun. Dafür gehen wir wieder auf den Punkt Navigation und können jetzt zum einen einmal einen bestimmten Parkplatz auswählen. Meinetwegen, ich nehme den Parkplatz an der Ravensberger Straße und könnte den jetzt ganz einfach, hier habe ich die Zieldetails, per QR-Code teilen. Ich wähle also via QR-Code teilen aus und bekomme dann diesen QR-Code, mit dem ich übers Handy Google Maps öffnen kann und dieses Ziel auf Google Maps könnte ich dann per WhatsApp, SMS oder was auch immer teilen. Das Ganze geht natürlich auch mit einer normalen Zielführung. Dazu gebe ich ein Ziel an. Ich gehe also auf Wohin und nehme jetzt meinetwegen ein altes Ziel, also Hamburg. Und schon werden mir wieder die Zieldetails angezeigt. Und auch hier kann ich wieder sagen, via QR-Code teilen. Und genau das probieren wir jetzt mal mit dem Handy aus und schauen mal, was passiert. Beim iPhone ist es so, wenn ich einen QR-Code scannen möchte, öffne ich einfach meine Kamera und halte meine Kamera auf den QR-Code. Und schon öffnet sich hier oben ein Link oder eine Push-Benachrichtigung. Ich öffne diese und jetzt hat mir mein Fahrzeug quasi den genauen Zielort geteilt, zu dem wir hin navigieren. Und jetzt kann ich ganz einfach sagen, teilen und kann das mit beliebigen Personen dann quasi teilen und diesen die Zielführung zuschicken oder den Zielort zuschicken. Wenn wir jetzt ein Android-Gerät hätten, bräuchten wir einen QR-Code-Scanner, da wäre das Prozedere aber das gleiche. Und so kann ich quasi immer den genauen Zielort mit all meinen Freunden teilen und brauche nicht mal eine Adresse dafür. Kartenausrichtung ändern. Wir haben die Möglichkeit, hier in unserem Navigationssystem natürlich auch die Kartenausrichtung zu ändern. Dafür wähle ich einmal die Navigation aus und habe jetzt rechts im Bildschirm die Möglichkeit, per Schnelltaste oder per Schnellauswahl die Kartenausrichtung zu ändern, indem ich drauf tippe. Könnte ich jetzt zum Beispiel von 3D auf 2D ändern, sodass wir die Karte von oben sehen. Das Ganze würde natürlich auch in der Nordausrichtung gehen, sodass die Karte immer nach Norden zeigt. Dafür würde ich einmal auf die Einstellung gehen und würde dann den Punkt Erweitert auswählen. Dann haben wir hier auch schon den ersten Punkt Kartenausrichtung. Und jetzt kann ich zum Beispiel 2D-Kartenausrichtung in Fahrtrichtung auswählen, 2D-Kartenausrichtung in Nordrichtung oder natürlich 3D. Ich nehme jetzt mal die Nordausrichtung. Dann würde die Karte also immer nach Norden zeigen und von oben dargestellt werden. Und zusätzlich kann ich noch den Autozoom einstellen. Wäre dafür da, dass je schneller wir fahren, desto größer die Karte quasi angezeigt wird. Also desto im größeren Maßstab die Karte angezeigt wird. Ganz angenehm, dass man, wenn man wirklich schnell fährt,
nicht immer direkt auf dem kleinsten Zoom ist, sondern dass das Fahrzeug dann quasi selber erkennt, ah okay, das Fahrzeug ist gerade schneller unterwegs. Ich gehe mal ein bisschen weiter aus der Karte raus, damit man auch mehr von der Zielumgebung oder von seiner Umgebung sieht.